Tja, die Wirtschaftskrise, wenn Sie mich so fragen, hat ja unheimlich viele sehr positive Punkte. Gerade die HSH Nordbank hier, die glänzt ja dadurch, dass sie nun ihren Managern noch große Bonis zahlt und eine Bleibeprämie für alle die Mitarbeiter, die da mitgeholfen haben. Ich war dabei, wie so ein Kündigungsgespräch war. Da hat also einer von den hochqualifizierten Fachmitarbeitern dann zu seinem Chef gesagt, ich möchte kündigen. Um Gottes Willen, wieso wollen Sie denn kündigen? Ja, ich habe doch hier geholfen, also die Bank mit in den Abgrund zu treiben. Ja, aber wieso wollen Sie denn dann kündigen? Naja, ich möchte mal woanders hingehen und mal eine andere Bank zugrunde richten. Nein, bleiben Sie doch hier, das hat doch so gut geklappt. Wir kriegen 4 Milliarden von Hamburg und Schleswig-Holstein und außerdem kriegen wir noch alle diese Bonis und Sie kriegen 120.000 Euro Bleibeprämie. Naja, ist gut, hat er gesagt, dann mache ich denselben Scheiß eben nochmal. Also so wunderbar läuft das doch, ne? Also die Bundestagswahl